Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meiner Sprechstunde, zu Mama Grüns Sprechstunde. Ja, wir hatten ja jetzt eine längere Pause der Sprechstunde. Ich habe ja so ein bisschen meine komplette Seite überarbeitet. Dann kam ja der Adventskalender auf meiner überarbeiteten neuen Fanpage. Und ja, da ist die Sprechstunde so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hinten runtergefallen, aber schon ein bisschen, weniger wichtig gewesen. Und umso mehr freue ich mich jetzt im neuen Jahr wieder ganz regelmäßig jeden Montag hier live auf der Seite zu sein mit der Sprechstunde, mit interessanten Themen rund um den Stoffwechsel, also sprich rund um Entsäuerung, Entgiftung, Darmsanierung, dann natürlich auch Themen generell rund um Familie, Muttersein. Da kommen ganz spannende Sachen, ich habe da ganz tolle Ideen. Und es ist wie bei der Sprechstunde schon im letzten Jahr, wenn du Themen hast, wenn du was hast, was vielleicht dich selber betrifft, was du ganz gerne mal besprochen haben möchtest, dann kannst du gerne dich bei mir melden. Ich habe so ein kleines Bewerbungsformular, das füllst du dann kurz aus, damit ich grob weiß, worum es bei dir geht. Und dann melde ich mich bei dir und dann können wir auch gerne in der Sprechstunde live deine Fragen, deine Probleme, ja, einfach klären oder einfach darüber mal sprechen. Wie du zu diesem Bewerbungsformular kommst, da verlinke ich dir das gerne noch entweder hier direkt in dem Video oder in den Kommentaren. Das schaue ich dann mal, wie ich das hinterher mache. Also von daher gerne auch schickt mir eure Fragen, eure Themen, das, was euch interessiert. Ich gehe da gerne live drauf ein. Heute ist es etwas später verschoben, weil ich noch einen Termin vorher hatte. Ansonsten wird die Sprechstunde wieder jeden Montag von 10 bis 10:30 hier in der Gruppe stattfinden. Und ich lasse die Videos stehen, also ihr könnt die auch später gucken, weil es können natürlich nicht alle live dabei sein, das ist mir klar. Das ist natürlich, vormittags arbeiten viele. Also von daher wird das genauso laufen wie im letzten Jahr, dass die Videos natürlich zur Verfügung bleiben und wahrscheinlich auch auf meinem YouTube-Kanal nochmal dann zu sehen sind. Weil auf Facebook ist ja alles relativ schnell immer weg. Auf YouTube kann man das immer ganz gut dann noch archivieren. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, weil das doch ein paar Mal immer wieder in den Gruppen aufkam. Ich habe ja zwei Gruppen für Mütter über 40. Das eine ist die Gruppe, wo es wirklich so um Schwangerschaft geht, um Geburt, um das Muttersein, um alle Fragen, die man da so rundherum hat oder auch eben, sag ich mal, vieles, was einen ja gemeinsam auch bewegt. Dann habe ich noch eine zweite Gruppe, da geht es speziell um die gesundheitlichen Themen. Also wenn ihr möchtet, ihr könnt gerne in beiden Gruppen natürlich dabei sein. Man kann das, weil es ist oft so bei den gesundheitlichen Sachen, finde ich, da möchte man ja relativ schnell eine Antwort haben und manchmal geht das in dieser großen Gruppe einfach unter. Und das war mir einfach wichtig, da dann noch eine zweite Gruppe zu schaffen, damit man das so ein bisschen voneinander trennen kann, damit ich auch wirklich zeitnah dann auf die gesundheitlichen Fragen eingehen kann. Ja, heute das Thema, das ist mir ganz wichtig, eben da geht es um, heute möchte ich was sagen zum Thema Darmflora bei Babys, beziehungsweise auch Wiederaufbau der Darmflora bei Babys. Wir hatten das Thema jetzt ein paar Mal in der einen Gruppe, da ging es darum, dass Kinder Antibiotika bekommen haben, Babys Antibiotika bekommen haben oder die stillende Mutter ein Antibiotikum nehmen muss. Ja, und was da eben zu beachten ist, ob es da irgendwas gibt, was für das Kind wichtig ist. Und ja, ich wiederhole das im Grunde genommen gebetsmühlenartig, dass es einfach total wichtig ist, die Darmflora wieder aufzubauen. Das ist einfach mega wichtig. Und deswegen ist das mir auch einfach so ein Bedürfnis, da jetzt nochmal eine eigene Sprechstunde drüber zu machen. Wir selber haben auch gerade wieder die Erfahrung gemacht, meine Kinder sind ja nun leider alle Kaiserschnittkinder, meine vier Kinder alle. Und von Kind zu Kind war es so, dass ich mehr Erkenntnisse darüber hatte, was ich alles machen muss für die Darmflora meines Babys. Also als die Zwillinge geboren wurden, das war 2008, da war das Thema Darmflora noch nicht so in aller Munde, da war das Thema Darmflora noch nicht so bekannt, dass man wusste, wie wichtig das wirklich für die Gesundheit ist, wie wichtig das wirklich dafür ist, später keine Allergien zu bekommen, dass es einen Zusammenhang hat mit der Stimmung, dass es mit dem Schlafverhalten einen Zusammenhang hat, dass eben der Darm viel, viel mehr macht als nur verdauen.
Ja, das war da 2008 noch nicht so allgemein wirklich bekannt. Gerade auch so natürlich, du hast natürlich auch immer noch mal so was, sag ich mal, auch heutzutage noch in Krankenhäusern, unter der Geburt muss es nicht unbedingt so sein, dass die Ärzte da recht offen sind für das Thema, nennen wir das mal so. Da hast du vielleicht bei den Hebammen manchmal Glück, dass die dem Thema Darmflora gegenüber recht aufgeschlossen sind, aber ja, das, da gibt es so eine und solche. Und dabei ist es echt ein wichtiges Thema und ich habe das echt erlebt, bei den Zwillingen habe ich also für meine heutigen Erkenntnisse viel zu spät damit begonnen, die Darmflora wirklich zu stabilisieren und aufzubauen. Und ja, bei meiner einen Tochter hat sich auch jetzt vor ein paar Jahren schon eine Neurodermitis manifestiert und letztes Jahr hatten wir auch mit Asthma zu kämpfen. Also da sieht man, das Immunsystem hat einfach keinen guten Start gehabt bei meinen Zwillingen. Das muss ich ganz klar sagen. Dann ist es so bei der Elisabeth, das ist jetzt 2015 gewesen, die Geburt, da war schon mehr klar. Da habe ich also dann wirklich nach der Geburt direkt angefangen, die Darmflora aufzubauen, der Kleinen wirklich regelmäßig ein Probiotikum zu geben, was ihr auch sehr gut getan hat, das muss man ganz klar sagen. Also sie ist da allergisch jetzt nicht irgendwie zum Glück vorbelastet. Und unsere Jüngste, die Carlotta, die jetzt letztes Jahr geboren ist, da habe ich sogar schon in der Schwangerschaft aktiv ein spezielles Probiotikum genommen, wo einfach die physiologischen Bakterienstämme drin sind, die ein Baby braucht zum Start. Ja, also da habe ich wirklich schon vorher angefangen, weil man das einfach weiß. Ja, aber nun mal, sage ich mal, etwas sortiert von A nach B. Also es ist so, unsere Darmflora, wie ich eben schon sagte, ist nicht nur dafür da, die Verdauung bestmöglich zu gestalten. Die Bakterienflora in unserem Darm, in unserer Darmschleimhaut hat noch viel mehr Aufgaben. Eine ganz große Aufgabe ist, dass 80% deines Immunsystems im Darm sitzen. Ja, also dein Immunsystem wird zum größten Teil aus dem Darm heraus gelenkt. Und da macht es dann auch Sinn oder es versteht man viel schneller, dass natürlich, wenn das Immunsystem nicht gut arbeiten kann, es häufig so ist, dass der Darm eben, die Darmflora nicht in Ordnung ist, ja. Und ich habe das in meiner Zeit, als ich noch die Apotheke hatte, sehr häufig erlebt, dass Patienten ein Antibiotikum bekommen haben, gerne bei Erkältung, wo das ja sowieso so ein bisschen fraglich ist. Die meisten Erkältungen werden ja durch Viren verursacht und erst wenn es zu einer sogenannten Superinfektion kommt, also sprich, dass sich Bakterien auf die Viren draufsetzen, dann macht es Sinn, mit einem Antibiotikum zu arbeiten, weil das siehst du immer daran, also wenn, jetzt wird's, Achtung, nicht ganz so lecker, wenn also der Schleim, der aus der Nase kommt oder wenn der Auswurf beim Husten, wenn der Farbe annimmt, also sprich gelb wird, grün wird, dann kannst du davon ausgehen, dass auch Bakterien mit im Spiel sind. Und dann kann man darüber reden, ob ein Antibiotikum sinnvoll wäre. Aber ich weiß eben aus der Praxis, dass es relativ häufig verschrieben wird. Und bei den Patienten hatte ich dann immer das Problem, denen ging es dann kurzfristig besser. Und so nach 4 bis 6 Wochen waren sie wieder da und hatten eine schlimmere Erkältung, einen schlimmeren Infekt als vorher. Und das ist natürlich was, was man absolut vermeiden möchte. Was aber ganz logisch erklärbar ist, weil das Antibiotikum kann nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Bakterien. Und das macht dir nicht nur die Bakterien weg, die deine Erkältung verschlimmert haben, sondern die machen dir natürlich auch deine Darmflora kaputt. Und nach 5 Tagen Antibiotikum, weiß man, sind schon 30-40% deiner Darmflora in Mitleidenschaft gezogen worden. Und dann ist klar, dass das Immunsystem nicht mehr richtig gut arbeiten kann. Guten Morgen, Steffi. Ich sehe gerade hier Steffi ist live mit dabei. Das freut mich natürlich sehr. Ja, es ist jetzt so, gerade wenn man sich jetzt überlegt, das ist, betrifft jetzt so uns Erwachsene, ne? Da kann man noch sagen, naja gut, ne? Das kannst du irgendwie ausgleichen. Aber es ist natürlich umso dramatischer, wenn das unsere Kleinen betrifft, die sowieso ein instabiles Immunsystem haben. Und ich kann jetzt kurz mal aus meiner Erfahrung sagen, leider Gottes, ich konnte das bei den anderen Kindern weitgehend vermeiden. Die haben erst relativ spät ihr erstes Antibiotikum bekommen. Unsere kleine Carlotta, die also letztes Jahr geboren ist, hat tatsächlich jetzt ihr erstes Antibiotikum nehmen müssen, weil wir mit ihr sie war zu einer OP im Krankenhaus und hat sich eine Wundinfektion eingefangen und da musste sie ein Antibiotikum nehmen. Es gibt eben Situationen, da ist
muss man einfach Risiko nutzen, abwägen, und da war definitiv das Antibiotikum angezeigt. Ohne Wenn und Aber. Da bin ich auch dann froh, dass es solche Mittel gibt, dass es wirklich Antibiotika gibt. Es gibt es ja auch noch gar nicht so lange, dass man wirklich sagen kann, hey, sowas können wir relativ leicht überstehen. Ja, also bevor es die Antibiotika gab, sind an Wundinfektionen relativ viele Menschen gestorben. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Also man darf das nicht, das ist mir auch ganz wichtig, das rüberzubringen, dass ich das nicht verteufel. Ich bin nur halt nur dafür, einen sehr sinnvollen Einsatz von Antibiotika vorzunehmen. Also wirklich dann, wenn es auch Sinn macht und nicht einfach so, ja, mit Kanonen auf Spatzen nach dem Motto, hier, komm rauf, das wird schon irgendwie helfen. Ja, und nun ist es ja so, wie gesagt, auch unsere Carlotta ist ein Kaiserschnittkind und ich habe mit größter Mühe ihre Darmflora aufgebaut. Ja, und das ist natürlich mit diesem Antibiotikum alles vernichtet worden. Sie hat eine Woche das nehmen müssen. Da bin ich mir auch relativ drüber im Klaren, dass ich jetzt wieder bei, nicht ganz null, aber schon bei einer recht niedrigen Stufe wieder anfange. Ja, und was soll ich sagen? Sie hat natürlich gleich sich eine Woche später eine dicke Erkältung eingefangen, weil das Immunsystem jetzt im Moment eben sehr schwach ist. Und sie hat Geschwister, ich kann sie nicht isolieren. Das geht nun nicht. Und natürlich, so aus dem Kindergarten wird auch gerne was mitgebracht. Und es war eigentlich logisch, dass ich sie auch erwischt. Ja. Und das war so für mich der Punkt, dass man das wirklich wieder live sieht, was das macht, so ein Antibiotikum. Wie ist das denn jetzt, sage ich mal, bei einem Baby? Das ist mir auch ein ganz wichtiges Thema. Wie ist das bei einem Baby, das geboren wird, was kann man denn da für die Darmflora tun? Weil viele sagen, na ja, ne, das kommt auf die Welt, das wird schon alles stimmen, das passt schon alles mit dem der Darmflora. Ja, man muss sich das so vorstellen, ein Kind hat ja noch eine ganz unreife Darmflora, wenn es auf die Welt kommt. Ja, also meist ist es so, dass ein Teil der Darmflora von der Mutter übertragen wird. Und jetzt können wir uns alle mal an unsere eigene Nase fassen. Wie gesund ist denn unsere Darmflora? Wie gut sind wir denn aufgestellt? Ja, also dadurch, dass dieses Thema eben noch nicht so allgemein in allen Köpfen ist, ist es natürlich so, dass auch wir Erwachsenen, wir Mütter, vielleicht da nicht so ganz genau drüber nachgedacht haben oder vielleicht auch über so gewisse Symptome einfach hinweggehen, vielleicht auch ein Antibiotikum hatten vor der Schwangerschaft direkt, dadurch unsere Flora einfach deutlich eingeschränkt ist. Weil es ist wirklich so, es kommt bei der Darmflora immer darauf an, dass du möglichst eine Vielzahl an Bakterien hast, also sprich eine große unterschiedliche Anzahl an Arten. Und dass du natürlich auch eine gewisse Menge hast. Das ist ganz wichtig. Und dann, der nächste Schritt ist noch, ist deine Darmschleimhaut wirklich gesund? Ja, hast du da vielleicht Entzündungsherde? Hast du da vielleicht ein löchriges System? Dann natürlich können sich die Bakterien auch nicht gut ansiedeln, weil ich meine, an so einer geschädigten Darmschleimhaut, wo sollen die sich da festsetzen? Und das ist sowas, dadurch, dass wir Erwachsenen dazu neigen zu sagen, naja, die Verdauung, ja, ist jetzt nicht so ganz toll, aber läuft schon, ist auch so ein Thema, kümmert man sich nicht so gerne drum, halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass wir auch nicht immer die optimale Darmflora auf unsere Babys übertragen. Ja, also das einfach mal so zum vielleicht drüber nachdenken. Das war mir bei Carlotta also auch klar und deswegen habe ich ab dem 6. Monat ein für Säuglinge geeignetes Probiotikum eingenommen, weil mir einfach klar war, es wird jetzt ein Teil meiner Darmflora übertragen und ich möchte da natürlich, dass mein Kind dann auch was Vernünftiges bekommt. Dann ist das so, ein Kind kommt auf die Welt und die ersten Tage ist es ja wirklich auch über Antikörper geschützt, die es von der Mutter schon bekommen hat, beziehungsweise wenn du stillst, natürlich auch über das Stillen Antikörper übertragen werden, dass das Kind wirklich geschützt ist. Weil die Darmflora, das arbeitet alles noch nicht selber. Das kennen ja auch ganz, ganz viele Eltern, diese 3-Monats-Koliken, dass die Kinder so extreme Bauchschmerzen am Anfang haben, so extreme Krämpfe haben. Das liegt einfach daran, die Darmflora ist noch nicht richtig ausgebildet. Ja, und auch das ist einfach ein Zeichen, das arbeitet alles noch nicht. Ich meine, wir auch. Ja, dieses im Grunde genommen, man sagt ja, physiologisch kommen beim Menschen einfach die Babys unreif auf die Welt, was sich einmal daran zeigt, dass sie nicht laufen können. Normalerweise können die Tiere, wenn sie, also na, wir sind ja auch Säugetiere im größeren Sinne, können ja Tiere oder Nachkömmlinge relativ schnell sich selber zumindest in Sicherheit bringen. Das ist bei Babys im ersten Jahr nicht möglich.
Und auch, man hat festgestellt, auch in Studien, auch so von der vom Gehirnzustand, wir sind einfach noch unreif, wenn wir auf die Welt kommen. Ja, und das betrifft eben auch den Darm. Limitierender Faktor ist bei uns Menschen einfach die Hüfte, ja, und der Kopfumfang des Babys. Wir können Babys nicht länger im Bauch behalten, weil sonst können sie nicht rauskommen. Also das ist so bei Menschen so ein bisschen auch wieder das, da hat die Evolution es hingekriegt, dass sie, ja, dass wir Menschen die Babys gut auf die Welt bringen können und dass sie auch überleben können, wenn wir uns drum kümmern. Ja, es ist halt so, bei uns Menschen sind die Nachkommen eben extrem am Anfang auf die Mutter oder auf die Eltern eben angewiesen. Jetzt ist das so, nicht jedes Baby hat eine natürliche Geburt. Ja, wenn du eine natürliche Geburt hast, wenn das Baby durch den Geburtskanal durchgeht, trinkt es Vaginalsekret oder kommt mit Vaginalsekret in Verbindung. Ja, also kriegt es ins Gesicht, auf die Lippen, auf die Haut, weil es ja durch den Geburtskanal geht. Und in diesem Vaginalsekret von der Mutter sind wieder Bakterien, die sich ansiedeln können beim Baby. Fehlt dieser natürliche Geburtsvorgang, sprich hast du einen Kaiserschnitt, dann sind die ersten Bakterien, mit denen dein Baby in Kontakt kommen, Krankenhauskeime. Das ist auch nachgewiesen. Man hat also die Darmflora untersucht von Babys, Kaiserschnitt, Vaginalgeburt und hat festgestellt, dass da tatsächlich sich Krankenhauskeime im Darm befinden bei Babys, die per Kaiserschnitt gekommen sind. Ich meine, ist ja auch logisch, ja. Trotz aller Vorkehrungen ist so ein Krankenhaus nicht komplett steril. Und das ist was, finde ich, was einen als Mutter schon nachdenklich macht. Ja, also dein Baby hat noch eine unreife Darmflora und kommt dann als erstes mit Keimen in Kontakt, die gar nicht physiologisch sind. Und das ist sowas, was mir auch ein schlechtes Gefühl gemacht hat. Und da war ich dann schon ganz froh, im Voraus schon mal ein bisschen was gemacht zu haben. Aber mir war auch klar, dass ich direkt nach der Geburt weitermache, um die Darmflora aufzubauen. Jetzt ist es ganz oft so, dass ich dann so höre von Klientinnen oder von anderen Müttern, ja, also das höchste der Gefühle sind mal Bigaya-Tropfen, was so die Darmflora angeht. Und da kann ich einfach sagen, na klar, Bigaya ist besser als nichts, aber es ist auch so, es geht besser, ne? Und ich finde immer, wenn es besser geht, wir machen ja sonst auch das Bestmögliche für unsere Kinder. Und bei der Darmflora müsst ihr euch wirklich vorstellen, bei der Darmflora ist es wirklich für die weitere Gesundheit eures Babys, ist das der Start. Also das ist wirklich so das Pferd, auf das ihr das Kind setzt. Ja, und wir sprechen hier von der Gesundheit. Wir sprechen hier nicht von irgendwie, irgendwas anderem, sondern wir sprechen davon, kannst du das Allergierisiko für deine Kinder senken? Kannst du dafür sorgen, dass sie später vielleicht keine Probleme mit Stoffwechselerkrankungen bekommen? Kannst du dafür sorgen, dass dass sie einfach auch keine psychischen Probleme bekommen. Das alles steht in Verbindung mit der Darmflora. Und je schlechter der Start und je weniger ich mich darum kümmere, desto mehr überlasse ich die Gesundheit meines Kindes einfach dem Schicksal, ohne dass ich was dran tue. Und man kann was tun. Und das finde ich halt so wichtig. Deswegen ist mir das Thema auch einfach wichtig. Und es ist so, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Bakterienstämmen. Von physiologischen Bakterienstämmen. Das sind einmal die, die Sauerstoff brauchen und einmal die, die Sauerstoff verbrauchen. Ja? So, und natürlich, im natürlichen Geburtsvorgang ist es einfach so, dass die Kinder sehr häufig erst mit E. coli-Bakterien in Berührung kommen, was ganz wichtig ist, weil die nämlich, das sind nämlich sogenannte Aerobier, die brauchen Sauerstoff, die verbrauchen erstmal den Sauerstoff im Darm. Und das ist total gut, weil andere physiologische Stämme wie Bifidobakterien oder Bacteroides, die auch physiologisch sehr wichtig und wertvoll sind für dein Baby, für die Darmflora, die brauchen eine Umgebung ohne Sauerstoff. Also das schafft quasi, dass eine Bakterien erstmal die Voraussetzung, dass sich die anderen überhaupt ansiedeln können. Und deswegen ist das so ein bisschen so mit diesen Bigaya-Tropfen, ja, ist besser als nichts, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, das ist total super und elegant und damit besiedelst du den Darm richtig gut. Was man also macht, ist normalerweise, wenn ein Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, als allererstes direkt nach der Geburt die ersten Tage E. coli geben. Und wenn ich damit durch bin, das gibt es so als Suspension, wenn ich damit durch bin, dann fange ich an mit einem Probiotikum, was geeignet ist für Neugeborene. Und das sind am besten welche, wo du
ja, ich sag mal, bis zu 3 verschiedenen Stämmen drin hast, in einer, die physiologisch sind beim Baby und die eben auch in einer ausreichenden Menge vorhanden sind. Und du kannst das dann bei Flaschenkindern, kannst du es mit einem Löffelchen geben. Also das habe ich gemacht, das funktioniert total gut. Einfach so 2 Messerspitzen auf einen kleinen Babylöffel, ein bisschen Wasser drauf, es löst sich gleich und in den Mund. Das macht man 3-mal täglich. Wenn du stillst, kannst du das sogar, dieses Pulver, das ist ja immer, Probiotika sind ja so Pulver, kannst du dir zu so ein bisschen Brei machen mit ein bisschen Wasser und dann an die Brustwarze machen. Ja, wenn das Kind dann anfängt zu saugen, dass es das gleich aufnimmt. Also das ist alles möglich. Ja, das ist was, wo ich sage, okay, da machst du einen idealen Start. Und ganz ehrlich, das Probiotikum auch mindestens das erste Lebensjahr übergeben. Weil das ist einfach, bis sich die alle ansiedeln, bis der Darm so weit ist, dass er überhaupt die Bakterien richtig annehmen kann, das dauert. Ein sehr schöner Nebeneffekt ist, dass sich die 3-Monats-Koliken dadurch bessern. Das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Kann ich also auch jeder Mutter nur empfehlen, wo das Kind so dramatisch damit zu tun hat, tu was für die Darmflora. Klar, auf der einen Seite, gib dem Kind was gegen die Blähung, gib Menschheimer, gib Fenchel, Anis, Kümmeltee, mach das alles, ja, also da symptomatisch arbeiten, aber in dem Fall auch ursächlich arbeiten, weil das quält die Kinder extrem und das macht auch die Mütter fertig, ja, du bist als Mutter ja völlig am Ende, wenn dein Kind nur noch schreit und rot anläuft und ja, sich einfach quält und Schmerzen hat, ja, das ist für eine Mutter einfach auch nicht schön, das mit anzugucken und für die ganze Familie nicht, ja. Dann ist es häufig so eine Frage, die dann kommt, naja, aber was ist denn, wenn erst alles so relativ gut war mit der Darmflora und dann eben im ersten Lebensjahr irgendwie ein Antibiotikum kommt, jetzt wie bei uns zum Beispiel der Fall. Ja, dann weitermachen mit dem Probiotikum. Gleich wirklich im Anschluss 3-mal täglich geben und ganz schön, ganz regelmäßig den Kindern das geben, damit ihr wirklich einen guten Start hinlegt für das Kind. Ja, das ist wirklich mir ein ganz wichtiges Anliegen. Genauso ist es, ich werde dann auch häufig gefragt, na ja, jetzt ist der Kaiserschnitt bei meinem Kind, mein Kind ist schon 2, was mache ich denn da, kann ich denn da auch noch was machen? Natürlich kannst du was machen. Man weiß, dass die Darmflora deines Kindes erst mit 12 Jahren wirklich abschließend fertig ist. Also das wirklich, da kann man davon sprechen, die Darmflora hat sich ausgebildet, weil es ist ja so, die Darmflora, diese Zusammensetzung der Mikroorganismen, also es gibt eine gewisse Anzahl an physiologischen Stämmen, aber wie viel du von welcher Art hast, ist ganz individuell bei jedem unterschiedlich. Und diese Ausprägung, wie viel physiologisch bei dir von welchem Stamm richtig und gut sein soll, das, sagt man, ist mit 12 Jahren abgeschlossen. Das heißt, auch ich habe zum Beispiel meinen Zwillingen, die kriegen noch was zum Darmaufbau, weil ich eben, als sie noch Babys waren, da noch nicht so weit drin war in dem Thema und das quasi verpasst habe. Das heißt aber nicht, dass ich ihnen damit jetzt nicht auch was Gutes tue. Das mache ich im Moment immer kurweise bei denen. Meine Elisabeth kriegt auch im Winter jetzt immer noch wieder ein Probiotikum dazu. Einfach, damit ich sie noch mal ein bisschen stärke. Obwohl sie als Kind wirklich dieses eine Jahr das ganz regelmäßig gekriegt hat. Ja, und Carlotta, wie gesagt, da fange ich jetzt bei null wieder an. Da bin ich im Moment dabei, das wirklich ganz regelmäßig und ganz konsequent zu machen, um sie einfach wieder auf den grünen Zweig zu bringen. Und nicht umsonst haben wir wirklich sehr, sehr viele Kinder, das fand oder finde ich sehr, sehr erschreckend, Kinder, die 2 Jahre alt sind und die vom Kinderarzt tatsächlich ein Mittel gegen Verstopfung kriegen. Entschuldigung, ich bin selber auch ein bisschen erkältet, wie man merkt. Das liegt einfach daran, dass diese Kinder keine gute Darmflora haben. Ja, also, und da hat sich das so wie so ein roter Faden einfach so weitergezogen. Die hatten schon, wenn du da mal nachfragst, ich habe in der Apotheke mal nachgefragt, wie war denn das so im ersten Jahr? Hat das Kind ein Antibiotikum bekommen? Oder war das viel krank? Oder hatte das starke 3-Monats-Koliken? War es ein Kaiserschnitt? Also, das gehört für mich für so eine Beratung immer dazu. Und meistens stellte sich raus, ja, die haben ein Antibiotikum gekriegt. Und dann ist die Darmflora natürlich nicht in Ordnung. So, und was passiert? Das Kind bekommt irgendwann Verstopfung. Und anstatt, dass jemand mal auf die Ursache eingeht, bekommen die vom Kinderarzt tatsächlich ein Mittel, um die Verdauung anzuregen. Ein Abführmittel. Entschuldigung.
Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Das ist was für mich. Da kann ich immer nur den Kopf schütteln und kann euch wirklich nur bitten, macht es besser, achtet auf die Darmflora und bitte gebt euren Kindern keine Abführmittel. Das mag ganz kurzfristig bei einer harten Verstopfung, wenn es wirklich gar nicht anders geht, mag das sinnvoll sein, aber bitte nicht auf Dauer. Ja, es ist jetzt schon fast schon wieder vorbei, die Sprechstunde. Habt ihr Fragen? Ist da irgendwas, was unklar ist? Also das ist ein sehr komplexes Thema. Darmflora, das ist nicht umsonst ein Thema, was ich auch immer wieder anschneide und immer wieder drüber spreche, einfach um das wirklich in unseren Köpfen richtig festzumachen. Also nach einem Antibiotikum, egal ob es ein Baby, ein Kind, ein Erwachsener ist, kein Probiotikum zu nehmen, ein gutes Probiotikum, wo ich ausreichend Stämme drin habe, wo ich physiologische Stämme drin habe, wo ich eine ausreichende Keimzahl drin habe. Ja, das nicht zu machen, kein Probiotikum zu nehmen nach einer Antibiotika-Einnahme ist unterlassene Hilfeleistung. Das ist Körperverletzung. Das sage ich immer wieder. Und das muss wirklich jeder wissen und jeder bitte hoffentlich irgendwann auch beherzigen, damit wir einfach viele Folgeerkrankungen verhindern können, dass wir einfach eine bessere Gesundheit erreichen, dass wir viele andere Medikamente oder Krankheiten, dass die dann hinfällig werden. Weil ich kann natürlich immer symptomatisch arbeiten. Ich kann, wenn ich dann, wie gesagt, die Verstopfung entwickle, aufgrund meiner schlechten Darmflora, kann ich ein Abführmittel nehmen. Wenn ich aufgrund meiner schlechten Darmflora psychische Probleme bekomme, kann ich Schlafmittel nehmen, ich kann Psychopharmaka nehmen, kann ich alles machen. Ich könnte mich aber auch mal um meine Darmflora kümmern. Wenn ich Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekomme, ja, ihr merkt schon, also der Darm ist wirklich unser zentrales Organ und ist irgendwie bei ganz vielen Dingen beteiligt. Und von daher ist mir das immer so wichtig. Natürlich soll man nicht jetzt plötzlich die Symptome alle nicht mehr behandeln, die es so gibt. Aber wichtig ist doch zusätzlich zumindest, die Ursache anzugehen. Ja, damit sich einfach auf Dauer was bessern kann und dass auf Dauer dann bitte natürlich auch die Medikamente oder die Therapien, die ich mache, um die Symptome zu lindern, dass ich das auf Dauer dann mal ein wenig reduzieren kann. Sollte doch immer das Ziel sein, dass man einfach von sich gesund ist. Und gerade für unsere Kinder, wir wünschen unseren Kindern immer das Beste und immer, ne, wir tun alles für sie, möchten, dass alles wirklich toll ist und top ist, dann sollten wir doch da bitte auch genau hingucken und das auch bitte beherzigen. Jetzt im Moment scheinen irgendwie keine Fragen zu sein zu dem Thema. Wenn Fragen kommen, für die, die das Video später sehen, die sagen, jetzt habe ich aber, da fällt mir noch was zu ein, oder bitte hinterlasst gerne hier einen Kommentar, ich antworte dann da drauf, kein Thema. Ich verlinke, wie gesagt, nochmal das Formular, wenn ihr euch für die Sprechstunde, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder Fragen habt, die ihr gerne mal geklärt haben wollt, bitte herzlich gerne, freue ich mich. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Nächste Woche um 10, also ne, dran denken bitte, die Sprechstunde in Zukunft immer montags um 10. Ich freue mich riesig und sag vielen Dank fürs Zuschauen, sag bis zum nächsten Mal und natürlich bleibt gesund. Alles klar, bis dann, mach's gut, tschüss!